Schalömmchen und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Let's Play in Assetto Corsa in der Version 1.16.3. Ja, wie in den letzten Videos schon erwähnt, möchte ich euch mitnehmen auf einen erneuten Trackday auf der Nordschleife. Diesmal allerdings im Ford GT40. Was es zu sehen gibt im heutigen Video sind die Wölkchen, wie sie überarbeitet wurden und das hier. Ich hoffe, man sieht es auf YouTube. Also man sieht nicht nur Flammen, man sieht auch tatsächlich, wie aus den Auspuffrohren so bläulicher Qualm rauskommt. Voll gut! Ich sehe es zum ersten Mal gerade so, weil ich habe davor noch die alte Version vom Shaders Patch getestet und da sieht man es nur so schwarz und nur ab und zu. Und hier sieht man es jetzt die ganze Zeit und ja, einfach so bläulicher Qualm. Super! Mal gucken, wie es aussieht bei den anderen Fahrzeugen, wenn man fährt. Ich habe noch ein paar andere Fahrzeuge als letztes Mal auf die Strecke dazugeholt. Bewölkung sieht richtig geil aus. Wir sind in Sol 1.5 Beta 1 und im Shaders Patch in der Version 0.1.48. Und jetzt würde ich sagen, los geht's. Sorry, ich habe gerade Bockmist gebaut und deswegen bin ich jetzt nochmal hier und starte neu. Den Anfang habe ich euch aber aus der alten Aufnahme da lassen, weil ich da mich ernsthaft gefreut habe über über den bläulichen Qualm. Ja, weil, ja, das möchte ich unbedingt drinnen lassen im Video. Ja, normalerweise mache ich das nicht, dass ich zwei Videos zusammenstückle. Ich nehme gerne in einem Take auf und hier bin ich gerade durch einen Mazda durchgefahren. Da waren wir ein Mazda, jetzt sind wir ein Honda. Eigentlich wirklich. Aber sowas geht halt auch. Ja, was ich gerade gesagt habe hier an dieser Stelle, ich war ja gerade in Automobilista 2 Beta unterwegs. Achso, wir sollten ja mehr Gegner an uns vorbeifahren lassen. Sonst haben wir keine Partner und wir können nicht nach dem Qualm gucken. Das Force Feedback hier in Assetto Corsa fühlt sich so ein bisschen leblos an, wenn man in Automobilista 2 Beta gefahren ist. Denn jetzt habe ich diese Schwere nicht mehr im Lenkrad. Also diese konstante Schwere und das schwerer werden das Lenkrad, wenn ich schneller fahre. Aufgrund der Kreiselbewegung der Räder. Ist hier schon drin in Assetto Corsa, aber nicht so geil wie in Automobilista 2 Beta. Das wollte ich noch gesagt haben. Und, falls ihr euch wundert, wo die Blätter von den Bäumen sind, das liegt nicht am Shaders Patch, das liegt auch nicht an Sol. Das liegt an Deems Winterpaket für Strecken. Mal gucken, wenn ich es nicht verlinke in der Videobeschreibung, einfach mich dran erinnern, dann gebe ich euch den Link. Findet man auf racedepartment.deo. Böser Mazda. Findet man auf Race Department, wenn man Deem eingibt, D-E-E-M, und dann einfach Winter irgendwas, Winter Tracks oder sowas, und dann müsste man es finden. Moment. Nein, jetzt sieht man den Qualm nicht. Oh, so könnte ich zwar nicht fahren, aber das sieht cool aus. Ja, die Reifenspuren kommen von mir, deswegen habe ich das Video neu gestartet. Oh, nee, ich kann so nicht lenken. So auch nicht, so vielleicht. Gottes Willen! Wo hat er die Bremsen her? Da hole ich mir keine Bremsen für meinen Touran. Himmel. Ja, die Bremsen sind kalt, müssen erst warm gefahren werden. Weiß ich, ich mache ja nur ein bisschen Spaß. Ich mag den Hobel gar nicht so sehr, muss ich euch ehrlich gestehen. Der fährt sich nämlich nicht so dufte und die Sounds könnten auch besser sein. Ne, den ersten zu schalten bringt hier gar nichts. Bin ich gleich im Begrenzer. So, jetzt lauern wir mal dem Honda auf und gucken mal auf die... auf den Auspuff. Sehe ich jetzt nichts. Ah, vorher hat man es voll gut gesehen. Gerade bei unserem Ford. Das war Weltklasse. Wie in Project Cars 2.
Ha, ich hab's gewusst, dass er rüberzieht. Oh Gott. Außentemperatur sind übrigens 10 Grad oder ein bisschen drunter. Deswegen wirkt das ganze Bild so kalt, also so viele bläuliche Töne. Ich finde es fast schon ein bisschen übertrieben. Übertrieben blau. Aber hängt natürlich auch wieder mit der Bewölkung zusammen. Wenn wir jetzt ein Loch in der Wolkendecke haben, so wie hier, dann werden die Farben auch wieder ein bisschen wärmer. Gottes Willen. Was habe ich mir hier angetan? Das ist nicht gut zu fahren. Dieses Vehikel hier. Zumindest nicht, wenn man sich nicht mit dem Setup auskennt. Komm, BMW, zieh vorbei am Mazda. Los jetzt. Oh Gott. Und sink mit. Keine Bremsen. Keine Bremsen. Um Himmels Willen. Ich glaube, ich überlebe diese Runde nicht. Nicht boxen, nicht boxen. Ohne Bremsen fahren wir zur WM. Da sehe ich Abgase, sehr gut. Oh oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich dachte, ich kann mich vorbeischrammen. Der bremst echt nicht. Ohne Witz, probiert's aus. Stell dem Content Manager ein, 9,5 Grad Außentemperatur. Irgendein Datum im Herbst, habe ich glaube. Oder habe ich sogar das aktuelle? Ich weiß nicht. Oh Gottes Willen. Also meine Reifen werden wahrscheinlich auch kalt sein, weil selbst die 5 PSI runterzugehen wird nichts gebracht haben. Da hätte man wahrscheinlich 10 runtergehen müssen. Ich könnte mal die Apps anmachen, dann wüsste ich mehr. Aber mir kommt es gar nicht so schnell vor. Und da denke ich, dass ein Rennwagen, auch wenn er alt ist, trotzdem gut verzögern müsste. Oh Mazda. Nein, nein, nein. Was macht der Mito? Der müsste jetzt rechts reinziehen, genau. Jo, was macht der denn, der Mito? Wie konnte man in dem Ding Rennen fahren? Da hätte ich leichter den BMW hier genommen. Oh, da fällt mir Tacho Hillclimb ein. Wir müssen mal wieder mit Verkehr auf Tacho fahren. Kennt ihr Tacho noch? Eine geile spanische Strecke. Oh Gott, es rumpelt und rattert. Boah. Was ist denn das für eine Farbe hier? Zart rosa angehaucht. Das habe ich gewusst. Ah. Du Cobra, du. Oh, da vorne hat jemand... Ah, nee, das war Verbremser. Boah, sieht geil aus. Schöne Fahrzeugreflexion. Jetzt komm, Cobra, trau dich. Haha. Oh, zu früh gefreut. Ich habe auf jeden Fall eine Kollision gespürt und gesehen. Boah. Das ist eher der Bootfahrsimulator hier. Den hätte ich fahren müssen. Den fahre ich so unheimlich gern. Falls es der Alfa Romeo ist.
alte Diesel. Die Diesellok. Geht, geht, geht. Ah, ich weiß nicht, ob ich noch ein Ründchen fahren soll. Weiß nicht, fahre ich lieber noch in Automobilista 2 Beta. Also nutze die Zeit und fahre da ein kleines Rennen mit dieser Sprint Race Series. Die habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Ja, das fände ich besser, als hier noch rumzukurven. Eigentlich wollte ich euch nur den blauen Qualm zeigen, darum ging es mir. Und natürlich die Lichtstimmung und die Wölkchen. Also die Wölkchen sind jetzt echt gut. Also vor allem beim Fahren, da fällt es einem gar nicht auf. Wenn man dann so hoch guckt, sieht schon sehr glaubwürdig aus. Oh nein, Entschuldigung. Ich kann doch nicht so gut bremsen wie ihr. Mensch. Kinder. Ah, schönes Ding. Ja, das sieht schon gut aus. Wow. Oder was meint ihr? Noch ein Ründchen? Ich weiß nicht, ich wollte ja mal die Apps anmachen. Ja, Reifen sind grün. Hm. Oh, ich weiß nicht. Was haben wir noch? Komm, ich fahre noch ein bisschen so weiter, wie lange ich Bock habe und dann sage ich Adieu. Im letzten Video habe ich auch wieder gesagt, ich sage Adieu und habe dann nicht Adieu gesagt. Sondern Ciao. Nee, habe ich auch nicht. So, wen haben wir hinter uns? Ach, die Cobra wieder. Ah, da vorne ein wunderbarer Spider. Sehr schön. Den kleinen Porsche, den holen wir uns. So, jetzt erstmal hier einen auf gediegen machen. Ich wollte gerade gucken, was passiert, wenn ich die Bremse voll durchtrete. Ja, und erstmal passiert gar nichts. Ich hätte viel besser bremsen können eigentlich, indem ich mal durchgetreten hätte. Naja, aber jetzt ist der Hobel wenigstens warm. Mir kommt sowieso so vor, und es kam mir früher schon so vor, dass in Assetto Corsa die Autos immer nach einer Runde warm sind, egal wie lang die Runde ist. Oh nein, sorry! Aber den habe ich doch nicht berührt. Da war doch dieses... Kollisionsmodell war doch viel weiter, als unsere Motorhaube eigentlich reicht, oder? Wie klein der ist, süß. Bootalarm. Achso, ich habe jetzt die Seasonal... Adjustments mit Deems Skin für die Nordschleife kombiniert. Das sollte man normalerweise nicht machen. Ich habe das neulich mal ausprobiert und habe nichts Negatives feststellen können. Vielleicht würde das Gras sonst besser aussehen auf der Seite, wenn man die Seasonal Adjustments ausstellen würde, sobald man so eine Skin lädt. Also Bernd Graf macht ja auch so Streckenskins oder hat die gemacht. Joschka hat welche gemacht. Und wen gibt es denn noch? Der Alps. Also Alberto Fracasso, der auch die Wetmod macht. Hat dieser Kuhn-Touch. Aber warum habe ich vorher diesen wunderbaren bläulichen Qualm gesehen und jetzt nicht mehr? Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe mich schon gefreut, hier eingenebelt zu werden.
Oh, süß, der kleine Mats, da wie er immer grinst und die Augen aufreißt. Wunderschön. Der hat vorher auch schon mal geruckelt. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ach so, diesmal nehme ich euch nicht mit in die Wiederholung oder zeigt auch nichts raus. Das von letztem Mal hat mich frustriert. Oh Gott! Ja, das frustriert mich jetzt auch gerade. Ich habe schon gebremst. Ich habe schon so hart gebremst, dass die Räder blockierten, aber jo. Da ist der kleine Mito wieder. Nicht Mito. Mazda Miata. Oh, jetzt kommt der Audi A1 und macht Druck. Und will den Ford GT40 vertreiben. Jetzt komm. Komm her. Komm. Jo, fein. Jo, feine Audi. Oh, jetzt kommt ein noch schnellerer als unsere Audi. Ah, sehr schön. Das passt doch jetzt gut. Schön, dass du gekommen bist. Also ich meine den Porsche natürlich. Sonst kommt da auch nichts mehr. Ach komm! Da lässt man sich doch dann rumrollen. Da bremst man doch nicht mehr. Ja, noch ein bisschen Diesel-Smoke ablassen. Oh! Alles nochmal gut gegangen. Oh Gott! Ich habe nicht mehr gebremst. So viel zum Thema rumrollen lassen. Ist nicht immer gut. Geht! Junger Fisch! Also der Ford GT40 wird nicht mein Lieblingsauto. Auch nicht mein 100. Lieblingsauto, also auf Platz 100. Zumindest nicht hier in Assetto Corsa. Nein, Cobra, da fahre ich jetzt schon. So, jetzt innen vorbei, oder geht das? Nee, das geht nicht. Hui! Was macht er denn? Komm, komm, komm. Vor der Cobra noch ins Karussell. Nee, wird nix. Also so jetzt das Force Feedback hier in der Assetto Corsa finde ich nach wie vor richtig klasse. Auch jetzt durchs Karussell, die vielen kleinen Ruckler, die Erschütterungen finde ich gut. Auch der Self-Aligning Torque Effekt finde ich, ja, finde ich nach wie vor immer noch klasse in der Assetto Corsa. Aber in Automobilista 2 bekomme ich einfach noch mehr Rückmeldung, so feinfühligerer Art. Und ich habe diese Schwere im Lenkrad. Und das finde ich halt so toll. Oh, nein! Ach, eingefädelt mit dem Toontouch. Ja, aber jetzt finde ich, sieht es in Assetto Corsa einfach so aus, als ob man wirklich an dem beschissenen Tag auf der Nordschleife fahren würde. Das ganze Wetter sagt einem so, jetzt regnet es gleich, nicht gut, Ekeltag. Ja, und das finde ich gut. Nicht wirklich, oder? Bei allen Fehlern, die man machen darf auf der Nordschleife, man darf nicht in Brünnchen einen Abflug machen.
So, jetzt schauen wir mal ein bisschen. Die Bremse. Nein, nein, ich bremse immer noch. War immer noch auf der Bremse. Oh Gott. Habe ich schon erwähnt. Schaden ist deaktiviert, wie immer auf der Nordschleife. Bei den Drag Days hier. Ach, da ist der Kuhn-Touch wieder. Oh, Entschuldigung. Passe ich da durch? Jawohl! Sehr gut. Passe ich hier dann auch durch? Jawohl! Oh! Hoppla. So. Achtet bitte darauf, wie die ganzen Jungs und Mädels hier Winterklamotten jetzt anhaben. Dank der Mod von Deem oder der Skin für die Nordschleife. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen den Rauch sehen am Anfang und ein bisschen euch an der tollen Lichtstimmung ergötzen wieder mal. War jetzt nicht besonders knorke, aber der Hobel liegt mir nicht wirklich. Aber ich finde ihn, ja, ich finde ihn schon ein geiles Auto, so vom Look her. Aber zu fahren ist der echt doof. Also, da müsste man vielleicht was am Setup machen und so. Und ja, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich wünsche euch ein wundervolles, naja, Wochenende, Anfang der Woche, keine Ahnung. Gute Besserung an alle Kranken da draußen. Und lasst euch nicht erwischen von Corona und anderen lustigen Viren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.